Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Nächste Woche findet in Oberwaltersdorf die PSO Austria statt und aus diesem aktuellen Anlass möchte ich dir drei Tipps zum Thema Competition-Vorbereitung oder Performance-Vorbereitung, je nachdem, auf den Weg mitgeben. Wenn du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist und immer wieder auf der Suche nach Wissenswerten oder Tutorials zum Thema Pole Dance, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Im Laufe meiner Pole Dance Karriere habe ich nun schon an einigen Wettbewerben teilgenommen, aktiv, und ich habe auch Competitor begleitet auf ihrem Weg in der Vorbereitung zum Wettkampf, und drei Tipps möchte ich heute mit dir teilen. Tipp Nummer 1. Übe mehr als einmal mit deinem Kostüm. Sei dir sicher, dass immer alles an der gleichen Stelle sitzen bleibt, dass nichts verrutscht. Im schlimmsten Fall gibt es nämlich dafür Abzugspunkte und es wäre doch echt schade, wenn das wegen einem Kostüm passiert. Sei dir sicher, dass du überall deine Points of Contact frei hast, die du brauchst, um Grip an der Stange zu halten. Sei dir sicher, dass du nichts von deinem Kostüm verlierst, sei es irgendein Glitzerzeug, das dann irgendwo auf der Bühne liegt, das dich stören könnte. Sei dir sicher, wenn irgendwas von deinem Kostüm weghängt, dass es dich nicht stört bei deinen Spins oder Combinations. Und dabei gibt es keine Kompromisse. Wenn irgendwas nicht 100% sitzt, muss es fixiert werden. Es ist nichts Blöderes, als wenn du stehst auf der Bühne und du machst dir Gedanken um dein Kostüm, ob das eh hält oder ob das eh auf Position bleibt. Das ist Kacke. Ja? Auf der Bühne sollst du nämlich voll bei deinem Stück, bei deiner Performance sein und mit Gedanken nur dort. Was für mich auch zum Thema Kostüm dazugehört, die Haare. Das Make-up, ein Kopfschmuck, irgendwas in der Richtung, irgendwelche Accessoires, sei es ein Regenschirm, ein Ball oder keine Ahnung, womit du auf die Bühne gehst. Nimm es immer mit, überlass es nicht dem Zufall. Du bist an dem Tag nervös, in der Regel meistens sind irgendwo nervös, und wenn du das vorher probiert hast und sicher weißt, dass es sicher funktioniert, dann ist es in Ordnung. Und auch mit den Haaren, wenn du dir einen Dutt aufsteigst, wenn du irgendeine spezielle Frisur machst, mach es dir schon vorher im Training. Wenn du dir falsche Haare dazu aufsteigst, die länger sind als deine eigenen, übe damit, du bist das nicht gewohnt. Du musst es üben, dann kannst du mit einem ruhigen Gewissen auf die Bühne gehen. Tipp Nummer 2, mach eine richtige Competition-Simulation. Das heißt, ich wärme mich auf, so als wäre es meine Competition. Ich überlege mir vorher in meinem Training, was ich für mein Warm-up bei der Competition mache. Rechne damit, dass du hinter der Bühne nicht besonders viel Platz hast. Nimm dir gegebenenfalls eine Yogamatte oder ähnliches mit zur Competition, wenn du dich auf den Boden setzt, damit du zumindest am Hintern nicht vorher noch frierst. Sei dir sicher mit dem, was du tust, auch vor der Competition. Und das übe genauso im Training. Das heißt, ich bei meiner Competition-Simulation übe ich das Warm-up genauso, wie ich es vorhätte vor meiner Competition. Ich nehme genau das Gripmittel, das ich vorhabe zu nehmen, ohne die Stange vorher abgetatscht und warm gemacht zu haben, sondern wirklich einen Schnellstart, so als wäre es Competition. Competition-Simulation. Und was da auch noch dazu gehört und für mich auch wirklich ein wesentlicher Teil von Competition-Simulation ist, im Studio hast du meistens einen Spiegel vor der Nase. Dreh dich um, arbeite weg vom Spiegel, dreh dich immer wieder in eine andere Richtung. Der Spiegel, auch wenn du jetzt beim Tanzen selber nicht direkt in den Spiegel schaust, du siehst vor dir immer in irgendeiner Art und Weise irgendeine Bewegung. Du realisierst mit visuell, ist das richtig oder ist es falsch. Nun, diese visuelle Stütze fehlt dir, wenn du Competition hast. Du schaust ins Publikum. Um das zu simulieren, um keine Bewegung gegenüber zu haben, dreh dich wirklich um, dass du selbst spürst und wirklich blind weißt, in welche Richtung du gehen musst. Im schlimmsten Fall verlierst du die Orientierung auf der Bühne und weißt nicht mehr, wo vorn, hinten, oben, unten ist. Ist mir alles schon passiert. Also, übe weg vom Spiegel. Dreh dich um, mal komplett um, mal nur eine Vierteldrehung, so dass du immer etwas anderes siehst.
ist eine gute Übung, eine wichtige Übung. Und mein Tipp Nummer 3 ist, schließe dein letztes Training positiv ab. Das heißt, beim letzten Training hat alles funktioniert. Fordere es nicht heraus, dass du bis zum Limit gehst, bis du nicht mehr kannst. Das frustriert, es macht fertig. Ja. Du hast im Kopf, dass es nicht funktioniert und du sollst auf die Bühne gehen, wissend, ich kann das. Deswegen gerade das letzte Training. Und wenn es nur ein Durchgang ist, wo alles tadellos funktioniert hat, dann ist das dein letzter Durchgang gewesen. Es muss einmal zum Schluss funktioniert haben. Und wenn du irgendwo irgendeinen Teil drinnen gehabt hast, der nicht so optimal funktioniert hat, nimm den Teil noch einmal heraus, übe separiert noch einmal, positiv, und wenn der funktioniert hat, lass es gut sein. Mach nicht mehr. Es belastet nur mehr den Kopf. Und in den letzten Tagen wird es wahrscheinlich nicht mehr besser. Ich hoffe, dass dir meine Tipps bei deiner Competition oder bei deiner Performance weiterhelfen. Gerne hätte ich schon einige von den Dingen vorher gewusst, weil im Prinzip alles ist mir passiert. Alles. Von das Kostüm ist mir aufgegangen und verrutscht. Die Haare sind mir aufgegangen, meine Musik hat nicht funktioniert, ich habe die Orientierung auf der Bühne verloren, mein Grippmittel hat nicht funktioniert und. Es sind mir wirklich schon viele, viele Sachen auf der Bühne passiert. Hätte ich das vorher gewusst, wäre es mir vielleicht das ein oder andere Mal auch besser gegangen. Diese Tipps für dich, wenn du damit arbeiten kannst, wenn es gute Tipps für dich sind, schreib es in den Kommentaren, gib uns ein Like. Teil das Video mit deinen Freunden und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Bussi, Baba. Muah.